herzlich willkommen zur 48. Folge unseres Let's Play Stationeers. Ja, im Gegensatz zu dem, was ich in der letzten Folge erzählt habe, habe ich nur eine kurze Pause gemacht. Also sprich, 2 Stunden nach der letzten Folge nehme ich die jetzt schon auf. Aus dem ganz einfachen Grunde. Ich habe gesehen, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe nämlich was übersehen. Und wir müssen den ganzen Kram hier vorne nochmal umbauen. Alles halb so wild. Die Taster können wir natürlich überhaupt nichts mit anfangen. Aber wie ihr seht... So. Was? Also das, was ich da oben gebaut habe, ist Blödsinn. Das, was ich hier gebaut habe, ist ebenfalls Blödsinn. Ich reiße das alles nochmal komplett ab und werde hier eine Anzeige machen mit den Ist-Werten, weil das sind Soll-Werte. Und das ist völlig durcheinander geraten alles. Das weg. Das weg. Das weg, das weg, das weg. So, das nehmen wir raus. Das kommt auch weg. So. Genau, Moment, wo bin ich denn hier? So, das kann so bleiben, weil das brauchen wir definitiv noch. Das kann weg. Hier kommt der Bogen ran. Das brauchen wir. So, gut. Das haben wir. Das kann erstmal weg. Das kann auch weg und dann nehmen wir diese Konsole zuerst. So, da kommen jetzt 3 Stück von hin. Temperatur, Inhalt und Druck. Ob das nun die Reihenfolge ist, weiß ich noch nicht, aber so in etwa. So. Dann werden wir die Steuerung hier vorbauen. So, und zwar auch wieder Druck, Inhalt. Und Temperatur. So, einmal steuern wir das. Also einmal den Druck und einmal die Temperatur wird gesteuert. Und den können wir hier eigentlich lassen, weil der stört hier nicht weiter. Aber den brauchen wir nicht so weit nach oben setzen, sondern den können wir direkt hier unten. So. Das heißt, wir sehen hier, wir können da oben gucken, was wir haben,
was Ist-Wert ist. Und diese hier sind Soll-Wert. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das so ist, aber ja, ist so. Das Kabel brauchen wir und die Zange brauchen wir. Daran und daran. Das, das und das. So, das haben wir angeschlossen. Dann geht's weiter. Hier. So. Genau. Dann nehmen wir auf dieser Seite nehmen wir den Druck, auf der Seite nehmen wir die Temperatur. Und das müssen wir jetzt alles erstmal beschriften wieder. Und da oben brauche ich dann auch noch das, was da reinkommt. Und das holen wir jetzt erstmal. Nämlich sind das einmal diese Platinen, die wir ja schon hatten, die wir extra hergestellt haben. Und eine fehlt uns dann noch. Sorry, aber so ein bisschen kratzen im Hals. Ach, den Beschrifter hätte ich sogar dabei gehabt. So, das. Und dann gehen wir einen runter. Und dann muss ich wirklich suchen, weil keine Ahnung, wo das ist. Erweiterte Luftschleuse. Umluftsteuerung. Luftschleusensteuerung. Türsteuerung. Gasdisplay. Graphanzeige. Hashanzeige. Modussteuerung, Energiesteuerung, Raumschiff, Solar, und das, was da rein muss, das ist noch nicht vorhanden, habe ich den Eindruck. Das kann ich aus irgendwelchen Gründen noch nicht bauen. Weil es gibt wohl extra für diesen Furnace oder Ofen oder mal über die Suchfunktion. Also ich kann mir das nur so erklären, dass das in irgendeinem anderen Gerät gebaut werden muss oder dass uns hier noch was fehlt. Advanced Tools, Lichtbogenschweißgerät, Bergbaubohrer, Terrain. Genau, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr bald machen will. Dann dieses Teil ist mir sehr wichtig. Das ist wichtig. Da bin ich mir nicht so ganz im Klaren drüber. Also im Endeffekt ist das jetzt alles, was noch fehlt. Zugangskarte, Pistole, Pistolenmagazin, Munitionsbox, Uniform. Explosiv.
Diese Batteriezellen, da haben wir genug von, aber die brauchen wir im Augenblick noch nicht erforschen. Die schweren Filter, ja, das würde schon Sinn machen. Weil dann könnten wir, wenn jetzt im Gasraum Filter kaputt gehen, könnten wir die benutzen. Mining Technologie 2, ja, dieses AIM-E-E-Belob sowieso scheint wohl irgendein Mining-Fahrzeug zu sein, keine Ahnung. Sensorlinsen. Das scheint wie so eine Art Brille zu sein, aber mit Sensoren drin. Keine Ahnung, ob uns das was bringt. Probieren werir es auf jeden Fall. So, Erdscanner, RGB, brauchen wir auf jeden Fall irgendwann. Verkaufsautomat, Raumanzuglager, naja, okay. Wir haben jetzt 5 blaue, ein grün. Dann machen wir nochmal. Was brauchen wir denn insgesamt noch an gelben? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 15 Stück. 15 gelbe brauchen wir noch. Dann haben wir das durch im Grunde. Fünf, sechs, also eine blaue noch. Dann haben wir da auch alles. Ups, falsche Taste. So, aber das schalte ich jetzt einmal kurz aus. Ich will das da drüben erstmal fertig machen. Ausnahmsweise mal bei einer Sache bleiben. Anstelle mit 1000 Sachen anzufangen. So. Da rein. Da rein. Druck. Inhalt. Temperatur. Das haben wir schon mal. Wahlschalter. Druck. LED. Nein, Druck. Soll. Upsessa. Und jetzt kommt aber LED. Inhalt. Temperatur soll und Wahlschalter Temperatur bestätigen. So, ich muss hier noch was einstellen. Was ich nämlich nicht gesehen habe, dass es hier ein Plus und ein Minus gibt für den Wahlschalter, der einen Maximalwert einstellen lässt. Also zwischen 0 und 1 ist es standardmäßig. Ich kann das aber erhöhen. Und das hatte ich eben nicht gesehen. So, wir fangen an mit wieder der 1. Oder beziehungsweise die 0. Die 0 ist der Ofen selber. Verbesserter Schmelzofen. Genau. Dann die 1 ist der Temperaturschalter. Wahlschalter Temperatur. Genau. Die 2 ist die LED-Temperatur.
Temperatur soll, genau. Das war die 2. Dann kommt die 3, der Druckschalter. Wahlschalter Druck, genau. Die 4 ist die LED-Druck, also Druck soll. Druck soll. Und dann die LED für das Mischungsverhältnis ist Inhalt soll oder was das war. Oder LED-Inhalt, genau so rum war das. LED-Inhalt, da ist er. LED-Inhalt, Druck soll, Wahlschalterdruck. Temperatur soll. Ich gucke immer wieder auf das, wo ich es hinstellen kann. So, Wahlschalter, Temperatur, genau. Und das ist der Schmelzofen. Und dann schalten wir mal ein. Und wie man sieht, das funktioniert. Das müssen wir einschalten. Das müssen wir einschalten. Und das müssen wir einschalten. So, dann brauchen wir dreimal Glasscheibe. Und was da in die Mitte hinkommt, das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich noch nicht. Das kann ich ja mal wegpacken, das brauche ich im Augenblick nicht. So, Glasscheiben. Weil in der Mitte zeigt er uns dann tatsächlich an, was hergestellt werden soll, wenn das so jetzt so ist. Ach, ich Trottel. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber ja, ich hätte dieses Kette mitnehmen sollen. Zum Glück ist das hier nicht weit, was wir hier laufen müssen. So, Diskette. Na komm. So, da rein. Einschalten. Verbesserter Schmelzofen. Genau. So, und der hat eine aktuelle Temperatur, hat einen aktuellen Druck von 184 Kilopascal. Das überprüfen wir. Ja, das passt. Diskette rein, Schalter an, Temperatur, genau. Das raus. Und der zeigt jetzt allerdings die Temperatur in Celsius an. Das heißt, wir müssen immer diese 273 dazu rechnen. +16 plus 16 sind 289. Also auch das passt. So. Temperatur erhöhen. In 100er Schritten. Wir haben eine maximale Temperatur, die wir brauchen. 1250, also da müssten wir auf 1200 stellen, da müssten wir es auf 1000 stellen. 1800. Wäre das Höchste, was ich jetzt sehe hier.
Und dieses Delete 4 bis 5 Megapascal und 1700 bis 1900 Kelvin. Das heißt, wir haben jetzt hier 100. Pro Schritt. Neunhundert wäre dann das Maximale. Ja, das ist die maximale Temperatur. So, stelle ich mal auf 1000 ein. Der Druck. Ah, jetzt wird es nämlich, das ist in 1000, in Kilopascal. Das heißt, wenn wir Megapascal haben, müssen wir 1000 mal haben. Da haben wir 2000, 1 Megapascal sind auch 2000, aber irgendwo, was ich hatten, war mehr. 18 bis 20 Megapascal, also 19 Megapascal. 19 Megapascal heißt, wir müssen 190 Schritte haben. Und ich glaube, das mache ich lieber mit dem Das geht bei dem nicht. Dumm gelaufen. Okay. Guck mal, wie schnell klicken kann. Maximal 100. Wenn maximal 100 ist und ich brauche, wie war das? 18 Megapascal. Müsste ich hier 18.000 einstellen können. Ah ja, okay. Machen wir das Ganze mal auf 19.000. Der geht in 500er Schritten. Sorry, aber daran hatte ich nicht gedacht. Oder das hatte ich nicht beachtet. 19, also auf 38. Genau, machen wir auf 20, das wären dann 40. Okay. Ich stelle es jetzt mal auf 1 Megapascal ein, 5, 3. Das ist doof, wenn das da genau davor ist, ne? So, genau. 1000 und 1000. Also 1000 Kilopascal heißt 1 Megapascal. Ja, schade, dass man das nicht entsprechend umstellen kann, aber das ist halt so und ja. Okay. Den schalten wir ein. Wie? Temperatur minus?
50, die kommen da rein. So, ich will Stahl herstellen. Ne? Ich glaube, das habt ihr gemerkt. Mindestens 900 Kelvin, also 1000 von der Temperatur her passt und vom Druck 1 bis 100 Megapascal, falsche Reihe da. 100 Kilo bis 100 Megapascal. Also eigentlich sollte das funktionieren. Falscher. So, jetzt nehme ich mal Eisen 50, pack Eisen da rein. Ah, ich muss ihm also einmal irgendwie einen Schubs geben, habe ich so den Eindruck. Da sind 50 Eisen drin. Jetzt kriegt er noch die Kohle dazu. Ah, das macht er auch. So, und jetzt kriegt er nochmal Eisen. Und nochmal Eisen. So, und wenn wir da jetzt mal gucken, der Druck sinkt. Was mache ich denn jetzt falsch? Jetzt muss ich doch da tatsächlich noch mal gucken. Stahlbarren. 900 Kelvin bis 100.000 Kelvin und 1 Megapascal bis 100 Megapascal. Temperatur fällt. Der Druck fällt auch. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Megapascal.
Okay. Das ist schon mal interessant, dass das dann auch im richtigen Moment auch rausschmeißt. Aber den können wir ausschalten. Also mit der Temperatursteuerung stimmt irgendwas nicht. Wir brauchen also höhere Temperatur, als er hier uns sagt. Aber im Endeffekt, passt. Wir können jetzt im Grunde alles herstellen. Und damit werden wir jetzt auch mal langsam anfangen. Ich möchte nämlich langsam anfangen, hier dieses Gebäude mehr oder weniger als Gebäude auch bauen. So. Gut. Was ich aber als erstes bauen möchte, ist ein bisschen mehr Sicherheit. Dazu muss ich hier bauen. Und zwar will ich einen kleinen Tank bauen, den ich im Grunde damit anschließe, um sicher sein zu können. Dass mir der Druck nicht zu schnell steigt, und zwar zusammen mit, wie heißt das so schön? Ich komme immer nicht auf den Namen. Zusammen mit was? Mit der Druckanzeige, genau. Das wollte ich sagen. Das haben wir, das haben wir. Hier, so ein Barometer. Portabler Tank will ich nicht, nee. Hier ist er doch. Stahl. Oh, haben wir doch gerade mitgebracht. Und zwar nur einen, weil ich will, wie gesagt, so einen kleinen bauen. So, den kann man direkt wieder ausmachen. Gut. Und wir brauchen dafür ein paar isolierte Rohre. So, der Beschafter kann da rein. Isolierte Rohre, 19 Stück habe ich noch. Das könnte ja vielleicht reichen. Jetzt weiß ich nicht, baue ich das da oben aufs Dach oder kriege ich das hier innen noch mit rein irgendwie?
Aha, es geht. Wo komme ich hoch? Direkt da. Genau. Sehr schön. Oder macht das eher Sinn, das da drüber? Nee, dann verbaue ich mir das. Ich kann da doch genau. So. Genau, wenn ich da weggehe. Ach komm, kommt das Gleiche raus, ob ich da oder da weggehe. Auf jeden Fall. Ups, ja, da springst du sonst wohin, ne? Schon klar. So, ich denke mal, ich werde das da oben hinsetzen. Verbindet der nicht mit den Rohren? Ach, okay. Ich verstehe. Das mache ich doch von der Seite jetzt. Mann, ich hasse das mit diesen Leitern, dass du da immer drin hängen bleibst. Ja, da komme ich jetzt nämlich so nicht ran. Hey. So. Wenn ich den jetzt anmache. Das sind also, wenn am roten Bereich ist, das sind nur 4 Kilopascal. Sind 4 Megapascal, also nicht schlimm. Wieso schaltet er jedes Mal um? CO2, O2, H2. Und das stimmt nicht, was da drauf steht. Das ist nicht größtenteils CO2, sonst würde der Ofen ja gar nicht funktionieren.
Denn das ist reiner Sauerstoff. So, und das ist reiner Wasserstoff. Von daher kann nicht sein. So, und warum sollte das Ganze 900 und Grad haben? Auch das ist völlig unlogisch. Kilopascal mit 11 Grad. Und hier hat er 700 und Grad. Jetzt habe ich natürlich das nicht dabei. Ne? Jetzt renne ich nicht extra. Jetzt gehe ich mal bei. Und lasse den mal abpfeifen hier. Stell den ganz einfach auf 0 runter, dass der das, was da drin ist, ganz einfach mal rausschmeißt. So. Temperatur fällt 1,84 Megapascal. Hier haben wir natürlich noch mehr, das müssen wir dann noch ablassen. Den machen wir mal aus. Reiner Wasserstoff und reiner Sauerstoff. Ich weiß nicht, wo hier die Verunreinigung herkommt. Aber ich lasse das jetzt einfach mal raus. Schließt er so automatisch.
Grunde müsste ich jetzt beigehen. Ich habe, glaube ich, habe ich. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich stelle. Halt, der kann da erstmal wieder rein. So. Den schalte ich mal wieder ein, damit er hier das weiter rauszieht. So, es sind noch 1,1 Megapascal. Kein Wasserstoff, kaum Sauerstoff, aber viel CO2 und X. Jetzt hole ich einen aktiven Lüfter. Und pumpe damit im Grunde die Rohrleitung leer. Diese hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ich muss das anders bauen. Ich muss es so, dass ich mit dem Kabel dran komme. Genau, so. So, das kann ich schon mal rausschmeißen. Das wieder zurückpacken. Dann brauche ich das. Und das. Einmal. Zweimal. Falsch rum. So. Sollst ja rauspusten. Ja, der soll das jetzt komplett leer machen, im Grunde dieses Rohrstück hier, inklusive der Flasche da hinten. Denn das könnte im Grunde auch das Problem sein, was ich jetzt hier die ganze Zeit hatte, dass das mit den Werten nicht passt. Ja, ich weiß, ich darf da nicht zu dicht ran. Ist ja gut. Viel Druck und viel Temperatur. Trotzdem will ich das messen, wie viel. Naja, komm. Egal. Bringe ich das erstmal zurück. In der Hoffnung, dass er das dann gleich irgendwann leer gepumpt hat. So, da haben wir die 5. Die können da oben hin. Die Diskette.
hierher. Und dann schauen wir mal. Das sind die voreingestellten Werte hier. Das ist die Anzahl der Teile, die drin sind, die schon eingeschmolzen ist. Und das sind die tatsächlichen Werte. So, der Ofen kühlt jetzt langsam ab. Die ist leer. Und die ist auch leer. So, dann drehen wir das mal wieder auf Maximum. Das ist der Ausgang, genau. Und der Ausgang, der hat auch keine Verbindung, nein, mit dem Eingang. Gut, Maximum. Sehr schön. Dann können wir den ausschalten. Da ist nichts drin. Und da ist nichts drin. So. Der sagt auch nichts. Und wieder erzählt er mir solche Werte. Wir haben hier reinen Sauerstoff. Wir haben reinen Wasserstoff. Und wir haben dann im Grunde nur noch reines Abgas, nachdem wir das gemischt haben. Und das kann nicht sein, das geht gar nicht. Und warum dieser hohe Druck? Reagiert das da drin schon oder was passiert hier? Aber wenn es so wäre, dann könnte es ja nicht funktionieren.
So. Wildes Gemisch. Wildes Gemisch. 5,3. Und die hat 1, die hat auch so ein. Also ich denke mal, hier stimmt irgendwas gewaltig mit der Anzeige nicht. Na komm schon, dahin sollst du. So. Ja, ich würde sagen, das können wir erstmal so lassen. Ob das wirklich funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Ich weiß auch nicht, was da schief läuft im Augenblick. Auf jeden Fall werde ich jetzt beigehen, weiter forschen. Wir haben, brauchen noch 2, 3 plus 4, nein, 1, 3, 4, 8 Grüne. 8 Grüne, eine Blaue. Eisen und Kupfer. Kupfer. Silber, Silber. Eisen hier. Einer. Grüne. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, Eisen. Sechs, sieben, acht, eins, zwei. Nehme ich erstmal das, was da ist, schmeiß das hier rein. So. Und
Jetzt kann ich in der Zwischenzeit gucken, wie viel Gelbe wir noch brauchen. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Die 2 habe ich da übersehen. 15 noch. 15 Gelbe. Ich drücke mal Escape, ich weiß nicht warum. 15, 2 hatten wir schon. Ich befürchte, Eisen ist fast alle, ne? 26 Gramm. Okay. Das war jetzt der falsche Schlitz. Das ist jetzt wieder Eisen, ja. Da ist Eisen. Da sollst du rein. Okay. Acht. Das heißt, 5 Stück noch. Das ist Stahl. Silber, Silber. Ich habe kein Eisen mehr. Das ist Blei. Okay, dann muss ich einmal kurz nach vorne und muss ein bisschen Eisen holen. Ich glaube, ich muss mal wieder farmen gehen. Falsche Etage. Ja, mal wieder ein Fahrstuhl. Dafür haben wir ihn ja schließlich. Ach nee, das brauche ich ja. Da ist noch nichts angekommen. Stahl habe ich also erstmal noch genug, aber Stahl werden wir demnächst sehr viel brauchen, nämlich wenn wir unsere Basis weiterbauen. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss.